Hallo Menschen. Ich denke mal, es wird wieder Zeit für ein Wimmelbildspiel und wenn nicht, dann ciao. Ja, wir spielen wieder ein Wimmelbildspiel. Awakening, Schloss ohne Träume. Der erste Teil einer Wimmelbild-Reihe. Und Kobold Jong können wir übrigens erst nach Abschluss des Spiels spielen. Welches wir jetzt auch beginnen. Ja. Her story had been told and retold for years. Alles klar. Achso. Some said she was a myth. A human without magic could never survive in this world. But I knew we couldn't protect her forever. One day, she would leave the walls of this castle. One day, she would wake up. Jo, heute halt. Muss auch schon mal sagen, was... Warte. Was mir schon sofort auffällt, warum ich es auch gekauft habe. Erstens Wimmelbildspiel. Zweitens optisch sehr schön. Was höre ich da? Prinzessin, bist du das? Ich bin hier. Ja, du bist da. Verschlossen. Hier muss sich doch irgendwo ein Schlüssel befinden. Ja, das finden wir doch. Hier geht es zum Balkon. Ich hoffe, das ist nicht die ganze Zeit so hier, so hey, hier. Kleiner Schlüssel. Also, das ist jetzt zu einfach. Ein guter Blick von hier nach dort. Wo bin ich? Ich bin in einem großen Schloss gefangen. Wie gelange ich hier heraus? Ja, das fragen uns alle. Mir ist, als könnte ich das Wasser rauschen hören. Ja gut, so weit ist er nicht weg. Achso. Alles klar, dann Kissen. Weicher Samen, der Königsfamilie angemessen. Ja. Es lag auf dem Kissen, es habe nur auf mich gewartet. Ja, so war es doch auch. Hier, befreie deine Fee, oder? Den Sternen sei Dank, ich fühle mich, als habe ich 100 Jahre geschlafen. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Prinzessin. Ich bin Mira, die Dienerin der Feenkönigin. Du fühlst dich sicherlich benommen. Zaubersprüche können diese Wirkung haben. Hier, diese Nachricht der Königin ist für dich. Sie hat mich gesandt, dir zu helfen. Nachricht der Feenkönigin. In ihr heißt es, wir haben auf dich gewartet, mein Kind. Zweifelsohne hast du viele Fragen, deren Antworten du finden wirst, während du dieses Schloss erkundest. Ein Bote wartet draußen am Teich auf dich. Bitte überbringe ihm diese Nachricht, sodass ich weiß, dass es dir gut geht. Also, die weiß ja jetzt nicht, die Mutter, wann wir aufwachen, ne? Und die Fee war keine Ahnung, wie lange da eingesperrt hier mit ihrem Schlüsseltrick. Und der Bote wartet da, ja, vielleicht irgendwann wird er kommen. Und dann, nein, ich will keine Einführung, ich kann das. Also vielleicht verstehe ich es auch nicht, aber die Story ist ja eh meistens egal. Das ist kein Schlüsselloch oder Riegel an der Truhe. Das sind, diese 6 Aussparungen sind flach und glatt. Aha. Das ist schön für... Da ist doch ein Teil, da ist ein Teil, da sehe ich doch. Ja, hier, komm. Hier brauchen wir noch eins. Nein, das sind alle natürlich. Easy. Ich habe keine Ahnung, ob es schwierig sein wird. Klicke, um fortzufahren. Ja? Also ich kann mir vorstellen, was jetzt das Mini... Was ist meine Aufgabe? Ja, so, das ist wahrscheinlich meine Aufgabe. Aber wenn mir jetzt jemand erklären kann, inwiefern das schwierig ist, ne? Bekommen wir. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Eine Sonnenkugel. Ich bin eingeschlossen. Wie lässt sich das Tor öffnen? Mit einer Sonnenkugel? Da ist doch ein Sonnensymbol. Und eine Mondkugel. Und jetzt kommt die Mondkugel da. Wie lässt sich das halt öffnen? Der Spiegel ist alt und staubig. Staubbedeckt. Ich muss die Oberfläche säubern, um ihn zu benutzen. Du könntest auch deinen Ärmel nehmen. Und das erste Wimmelbild in diesem Wimmelbildspiel. Dann finden wir doch einfach mal alles, wozu wir jetzt genötigt werden, es zu suchen. Auch wenn wir es nicht brauchen. Das ist ein Hut. Eine Puppe. Ja, ich fange in der Mitte an, ja. Ist das eine Puppe? Nein, das ist ein Teddybär. Das ist auch ein Teddybär. Die Definition von Puppe ist so, naja. Echt? Ich sehe gerade keine Puppe, könnte aber auch dran liegen. Oh, da.
Und ein Schirm, der ist natürlich... Ja, wo würde ich jetzt einen Schirm verstecken? Okay, Urschneekugel, Schmetterling, Schaukelpferd, ach, das ist doch da. Taschentuch, Hose. Taschentuch. Taschentuch ist jetzt die Frage. Es liegt hier wirklich so ein verrostetes Taschentuch irgendwo, oder? Na, so ein Seidentaschentuch oder so. Hose, okay, Schneekugel und Schmetterling, das schaffen wir. Oh, wir werden nicht versagen. Oh, Schneekugel und Schmetterling. Ja. Seht ihr denn den Schmetterling? Ja. Natürlich ist das Taschentuch nützlich, denn damit können wir sauber machen. So viel Staub. Was ist dort im Spiegel? Das bin ja ich, nur dass mein Spiegelbild irgendwas hält. Zauberrune. Ja. Prinzessin, du hast eine Zauberrune gefunden. Ich weiß. Sie posiert mit alter Magie, sogar älter noch als ich es bin. Haha, alt. Nein, hä? Es heißt, dass nur ein Mensch alle Runen wiederfinden kann. Die Legende muss wahr sein. Ja, genau, weil ein Mensch ja nicht low ist oder so. Hier, Dings, Herz, Schmetterling. Es sind kleine Symbole in dem Spiegel geritzt. Ja, ritzen wir den Spiegel. Hier, Sonne, Mond und Sterne. Laterne. Da kommt ein Schmetterling, da kommt ein Herz und da kommt irgendwas, bis es aufgeht. Bis es aufgeht! Oh. Ach, das ändert sich immer. Ich schau nochmal nach, was das erste ist. Ah, die. Ja, so, das. Ah, das hat. Ah, okay. Schmetterling. Fertig, wir sind frei. Okay, gehen wir nach Hause. Ciao, das war das Spiel. Ranken. Hier ist eine Inschrift in der Feensprache zu sehen, die ich natürlich lesen kann. Es heißt, nur eine Ballerina kann die Blumen zum Erblühen bringen. Krasse Feensprache. Da brauchen wir wohl eine Ballerina, sonst kommen wir hier nicht. Also entweder lernen wir das selbst oder die Treppe ist eingebrochen. Hier kann ich nicht nach unten gelangen. Alles klar. Ein Mechanismus mit... Das geht zu schnell weg. Tut mir leid. Aber ich nehme einfach mal die Glasscheibe mit. Ich kann noch einen Abdruck erkennen. Eine blühende Blüte. Ohne die richtige Reihenfolge an, um die Tür zu öffnen. Okay, da war doch gerade was. Gelb, grün, blau, lila. Gelb, grün, blau, lila. Ich hoffe, es wird noch schwieriger und nicht, dass alles glänzt, was ich brülle. Oh, da ist die Ballerina, die wir klauen wollen. Wo sind die anderen Ballerinen? Achso, wir brauchen... Okay, so geht das, okay. Diese Präsentationsständer weisen 3 Pfotenabdrücke hin und das geht so schnell weg. 1, 2, 3, was könnte das bedeuten? Da, hier, was macht der Bär hier? Jetzt klauen wir hier irgendwelche Bären. Kuckuck, ich sehe dich. Oh Gott. Ist hier dann der dritte? Ah ja, der dritte Bär ist dann auch noch hier versteckt. Ach, und dann kommen die 3 Bären hier hin. 1, 2, 3. Klicke, um fortzufahren. Vertausche die Kleidungsstücke, bis die Bären richtig... Ach, gekleidet. Ich habe gerade entkleidet gelesen. Das wäre strange gewesen. Also, die Mutter hier, die hat die blauen Sachen an, ne? So wie es aussieht. Und ja, das ist wahrscheinlich das von uns hier, das Kleid. Und jetzt haben wir noch die hier, die Teile. Und die Ärmel natürlich, das natürlich. Ja. Und wir haben eine wunderschöne Feenballerina bekommen. Aber wir brauchen noch eine. Eine reicht nie. Eine ist nie genug. Ausgestellte Bären. Nun sind sie alle angekleidet. Eine königliche Teddyfamilie. Eine merkwürdige Gute-Nacht-Geschichte. Ja, Vogel. Es sind 4 mutigen Tieren von Pinter. Warum die vielen Farben? Pff.
Ja, wir haben nur so halbe Items. Das heißt also, das Ding glänzt. Ballerina. Okay, sowas finde ich mies, sowas zu verstecken. Okay, warte. Ach so, sowas. Okay. Wow. Wir spielen hier die schwierigsten Spiele überhaupt. Wow. Ach, das war's. Die Blume ist erblüht, ist es beim anderen Raum auch so. Die Ballerina hat die Blume zum Blühen gebracht, holen wir sie zurück. Hä? Die Ballerina hat die Blume zum Blühen gebracht, holen wir sie zurück. Die Ballerina. Ja? Holen wir die Ballerina zurück oder die Blumen? Achso, ah, da sind Blumen. Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Man übersieht Sachen, die man irgendwie so anklicken muss. 8, 9, okay. Das sieht nicht aus Blume, da ist eine Blume und... Da. Yay. Ah, jetzt müssen wir die Blumen hier einsetzen. Ach nö, ich will mir das nicht merken. Blau, gelb, lila, rot, gelb. Blau, gelb. Alles klar. Okay, dann haben wir auch dieses Schloss geöffnet. Oh, und es geht nicht hoch. Nein, es verschwindet durch Zauberhand. Ein Mann, Kobold, ein Lebewesen wollte ich sagen. Wache. Was? Ich hasse es, halbe Sachen einzusammeln. So. Schachtel mit Plättchen. Ich muss mit der Wache sprechen, wenn ich Kobold-Jong spielen möchte. Ja, spielen wir Kobold-Jong. Nicht jetzt. Boris geht jemand anderen auf die Nerven. Mensch. Warte mal, in diesem Schloss gibt es keine Menschen. Niemanden. Außer, könnte es möglich sein, die schlafende Prinzessin erwacht? Doch woher soll ich wissen, dass du es bist und nicht ein Muttertrick? Du musst es beweisen. Man sagt, dass du schlau bist. Oh ja. Ich habe diesen Kobold-Jungs-Schachtel so verzaubert, dass nur die Prinzessin das Rätsel lösen kann. Kannst du die Schlüssel finden, die ich darin verborgen habe? Ach, Kobold-Jung ist mein Jung. Okay, hätte ich mir denken können. Ja, okay. Ja, habe ich nur mal irgendwann gespielt, während mir langweilig war. Online war, schön. Es geht uns doch hier eigentlich nur um die Schlüssel, ne? Um die Schlüssel. Dann sind wir fertig. Ah, noch mehr Schlüssel. Natürlich. Er hat es verzaubert und ich verstehe jetzt hier gerade bei dem hier nicht die Schwierigkeit, wenn ich das hier gegen mich alleine spiele. Weil ich meine, failen, guck mal, kann man nicht. Geht nicht. Ist einfach alles gut. Ich spiele das Spiel durch. Ich mache hier alles kaputt. Das machen wir kaputt. Dann hier das. Und das. Und dann das. Und boom. Achso, da ist noch das da. Hier, dann. Ne, dann machen wir das kaputt. Und. Alles ja voll lau. Wir können das gar nicht durchspielen. Wir wollen wirklich nur die Schlüssel. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ja, dann werden wir jetzt Spaß haben mit Kobold-Jong. Und ihr werdet Spaß haben beim Zuschauen, denn ich bin mir sicher, so ein Spiel macht ungeheuer Spaß zum Zuschauen. Das war auch genauso beabsichtigt. So kann ich das machen. Und so... Ja, das nimmt dort langsam Gestalt an.
Oh, und pass mal auf, ich glaube, wir haben gerade nur einen Fehler gemacht, weil jetzt habe ich alles kaputt machen können. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Bei Griswolds Glück, du bist nicht weniger, auf wie wir gewartet haben. Du hast einen schwierigen Weg zu gehen, Prinzessin. Nicht alle Kobolde werden so hilfsbereit sein wie ich. Ich werde dich nun den Brunnen wieder aufbauen lassen. Wow, weißt du, so, hey, du bist die Prinzessin, beweisen wir, dass du die Prinzessin bist. Und dann, wow, du bist die Prinzessin, auf die wir so lange gewartet haben. Du bist unsere Heldin, wir vergöttern dich. Und jetzt, da du es bist, bau den verdammten Brunnen fertig. Es gibt dort etwas, was für dich bestimmt ist. Bis zum nächsten Wiedersehen. Ja, und dann verzaubert er sich weg. Alles klar. Die Lunchbox der Wache, ein Kobold muss auch essen. Ja. Deswegen hat er auch einfach nur einmal von seinem Brot abgebissen und weg. Okay, noch ein Fragment benötigen wir. Noch eins. Ja, das ist da hingeschleudert worden. Das klingt realistisch. Hier, es muss zusammengesetzt werden. Diese Aufgaben hier sind echt von gewaltigem Ausmaß, ob ich die schaffen werde. Das ist, nee, aber ist eigentlich schon ein schönes Spiel, also. Oh, so viele Kackeiselteile. Dann suchen wir das andere Bein hier. Nee. Ach so, es ist so ein Feen-Ding. Das hat Flügel. Ja gut, ich war nur verwirrt, weil ich bin immer verwirrt, wenn irgendwas Flügel hat und ich dachte, dass es keine Flügel hat. Da kommt der Kopf hin, da... Es kommt noch durch... Ah, dann hat es so eine geflügelte Ding. Das sieht sogar nice aus. Ah, das ist eine Frau. Natürlich, das ist eine Frau. Das ist eine Fee. Feen sind immer Frauen in Geschichten. Und Kobolde sind die Männer. Ist das fair? Ich weiß es nicht, ist mir eigentlich egal. Feenstatue. Dies war einst ein Brunnen, doch die Steine sind zerfallen. Feenstatue. Ein magisches Siegel hindert mich daran, den Turm zu passieren. Eine Gravur hat einen schmalen Rand, ob ich dort etwas hinzufügen kann? Nee? Ach so, das war gar nicht der Brunnen, den wir da zusammengesetzt haben. Ah, und jetzt kennen wir die wunderschöne Feenstatue dahin. Und sobald wir die Statue machen, kommt da Wasser raus, nicht irgendwie durch schon davor, nein. Und die Schatztruhe, die hochgeschwemmt wird, haben wir nicht davor gesehen? Nein, die... Das ist Magie, die funktioniert so. Der Brunnen hat sich auf magische Weise mit Wasser gefüllt. Achso, ja, seht ihr? Eigentlich ganz schlau, ein Filmbeispiel über Magie zu machen, weil Magie einfach... Da findest du einfach mal so einen Schlüssel irgendwie so im Garten, in der Hecke für irgendwie ganz woanders und dann kannst du sagen, Magie. Das ist schlau. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Eine magische Rune und wir gehen in den Garten. Ja? I could. And luckily, some goblins were on my side. Those yeah. who still remembered her mother and father and the promise we gave them. Das ist schön, ja. Ich will die Schaufel, danke. Ach, ja, wieder so eine magische Runending. Hier steht, nur die reinen Herzens können dieses Feld passieren. Ja, sind wir etwa schon so unrein? Als Prinzessin Sophia, jemand hat vergessen, diese Laubblätter aufzufegen. Ich habe 100 Jahre geschlafen, aber warum hat niemand die Laubblätter entfernt? Ich hätte ja jederzeit aufwachen können und dann muss ich jetzt diesen Schweinestall hier vorfinden. Hier nehmen wir noch. Ein schöner Schaukelsitz, okay. Okay. Achso, Teile für den Schaukelsitz. Ich dachte, das ist gerade das Teil, wäre ein Schaukelsitz gewesen. Wir brauchen noch zwei Teile. Das sind Pilze in einem Feenring. Hätte ich einen Korb, würde ich sie pflücken. Ich auch.
Ein Trog voller Heu. Das ist eine Menge Heu. Das können wir mit unserer... Doch, klar können wir das mit der Schaufel... Ja gut, mit den Händen. Ja. Wenn man will. Jetzt brauchen wir nur noch dieses eine Teil von dieser Schaukel. Ach, das liegt natürlich so schön auf dem Plasteding, dass man es nicht sieht. Die Schaukel quietscht leise im Wind und plötzlich sind sind kleine Holzplättchen, Puzzleteile erschienen durch Magie. Magie. Vorhängeschloss. Aufbrechen. Ja, gut. Aber... Die Tür weist kleine, fickige Löcher auf. Wir sehen uns nächste Folge. Ich dachte, so mache ich das Rätsel noch und dann sehe ich es. Und das ist ja meine Lieblingsart von Rätsel. Deswegen sehen wir uns erst nächste Folge. Ciao. Wimmelbild, yay. Yeah.